Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minikraft Staffel 6, Folge 251. Und heute haben wir einen Gast dabei. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß nicht, ob der liebe Enrico das schon gemacht hat. Ich glaube aber nicht, weil er ja zurzeit etwas Pause macht auf dem Verhindert, dass er Kanal. Pause macht, genau. Und da kann ich das mal kurz übernehmen. Ich hoffe, er ist mir jetzt nicht böse, wenn ich das jetzt vorziehe. Aber ich glaube nicht. Kann sich ja ein bisschen vorstellen. Ich kann schon mal eins sagen. Wir haben ein neues Mitglied bei uns hier in Wendland. Und das ist dieser liebe Mann. Tagchen auch. Ich bin neu dabei in Wendland und übernehme hier Bergstetten, besser gesagt die Umgebung in Bergstetten. Und das wird ein Für kleines, nettes Zwergenreich. alle, die es nicht wissen, Bergstetten ist da. Die Stadt, die von der Hexe terrorisiert worden ist. Genau, da waren wir auch vor ein paar Folgen. Ich kann ja mal ganz kurz runter switchen. Ich habe ja, ich komme gleich, da gehen wir jetzt nämlich gleich hin. Hier geht's nach Musegg. Dann ist hier der Weg nach Hohnstein. Das ist hier. Wenn man jetzt hier ein bisschen südlich läuft, dann über das südliche Hohensteiner Gebirge, sich hier am Fluss lang hangelt, hier immer weiter Fluss durchs Gebirge, zack, zack, zerab, ist hier irgendwann Bergstetten. Hier sind die Blumenseen und da ist Bergstetten. Große Gebirge und da ist Bergstetten. Hier oben ist Lehmbiom und da ist Bergstetten. So. Genau, da bin ich auch mal zurückgegangen hier durch den Dschungel, das war ein Spaß. Ja, und dann hier zurück und übers Moor und dann wieder zu uns. Guten Tag. Ich habe kein Bett dabei. Ich werde mir jetzt mal ein Bett schnappen. Ich weiß, wo ich Wolle herkriege. Holz habe ich genug im Inventory. Ja, viele, die mich besuchen kommen, weil ich so einen langen Namen habe, denken immer, ich laufe hier irgendwo in der Stadt rum, aber dabei ist das nur die Edith Brotweihe. Die Edith, oder wie sie auch heißt, erschrecke ich mich immer. Ich denke, wer ist denn jetzt online oder ist das nur ein Guck, PC? jetzt hast du sogar ihr wahres Gesicht hier mal gezeigt. Na, Edith, wie geht's? Gut geht's. Freut mich. So. Wir müssen auch bald mal zumindest hier in Kumlinger. Guck mal, das habe ich immer noch falsch geschrieben hier. Ich überarbeite nämlich zurzeit alle Schilder, weil ich mich damals übelst verschrieben habe. Wie habe ich denn das hier geschrieben? Wenzland? Oben Wenzland? Ja. Oh, es wird immer so schnell dunkel, oder es kommt mir auf jeden Fall immer so schnell vor. Kumlinger Kreis. Schon wieder dunkel. Ach ja, ich sehe es gerade in der Uhr unten. Werden wir uns schnell mal hier, guck mal, hier steht ein Bett, da legen wir uns jetzt mal rein. Bäm. Ja, wir sind hier unter 1.10 und ich habe ein bisschen was gewerkelt. Und ihr seht ja, hier ist so ein großer Trubel, ich tue immer mal mit dem Dorfbewohner handeln. Und das Bett, na, das lasse ich mal hier drinnen stehen. Hier sind Rosen von den lieben Eisengolems, da gibt es ja schon ewig viele. Was heißt ewig viele? Es gibt massenhaft. Ja, ich wollte M drücken. Wegpunkte. Ich wollte ja mal ein paar Wegpunkte ausschalten. So. Außer den lasse ich mal an. Ja, das ist unsere Lage. Und wir gehen jetzt mal hier hoch. Holen uns mal ein bisschen Wolle. Wolle haben wir ja genug. Jetzt haben wir gerade viel. Gelb, Orange, Grün. Nehmen wir heute mal Gelb. Ich fände es richtig cool von den Leuten von Microsoft, wenn die mal für jede einzelne Wollfarbe da auch ein einzelnes Bett machen. Zum Beispiel das Bett, was hier jetzt rauskommt, ist ja grün. Na, finde ich auch cool. Das normale ist ja rot. Deswegen ist das grüne Bett, was wir eigentlich in der Hand halten, eigentlich rot. Na, wir müssen immer vom
vom Default ausgehen. Ne? In den Texture Pack wird das nur grün angezeigt, weil das jetzt eben mit den Farben noch nicht so wirklich ist. So, aber normalerweise müsste das ja rot sein. Ne? Da müsste man das auch so platzieren. Wenn man jetzt, oh, bin ich jetzt angelaufen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen. Es stehen überall Betten rum, hätte ich mir überall mitnehmen können. Ja, jetzt bin ich erstmal hier drin. Wir haben ja drei. Den kennt ihr ja, den Melfin, den Esel Melfin. Dann haben wir hier unser Pferd Friedrich und das ist Ute. Guten Tag, Ute. So, die sind alle noch gesattelt. Ich weiß nicht, ob ich den Friedrich nehme. Weil ich möchte eigentlich noch was platzieren. Ja. Ich nehme dich. Kann ich mehr tragen. Wir nehmen jetzt mal den Esel. Die Ute, die liebe Ute. Reiten jetzt mal kurz zu meiner Baustelle. Möchte ich mal kurz noch was zeigen oder mache ich das später? Später, Alter. Mach ich das später? Hm. Ich hoffe, der Max hat Zeit mitgebracht, denn ich will ihn jetzt mal besuchen gehen. Oho. Ja. Ich tue nur schnell meinen Gruß hier. Schön. Erstmal Tschüsschen, Dwayne. Ciao, ciao. Wir sehen uns bald wieder. Oh, mit den Häusern fangen wir auch hier bald an. So, wie hoch kannst du springen? Oder kann schon hochspringen? So, kurz mal ab. Muss ja mal kurz mal einsortieren. Eichenholz, zack, zapp, zapp, zapp. Was es mit dem ganzen Holz hier auf sich hat, das werdet ihr bald erfahren. Stein, wo war die Steintruhe? Hier ist noch das Holz. Ich tue mal einfach den Stein mit dir rein. Kies auch. Zap, zap, ist hier. Ich glaube, der Krust war hier drin. Na egal. Hier ist Birkenholz. Zack, zap, bam. So. Da war, glaube ich, Fichtenholz drin. Brauchst du noch irgendwas? Soll ich dir irgendwas mitbringen? Ich überlege gerade, aber eigentlich habe ich alles. Stein hast du jetzt genug, weil er braucht ganz viel Stein, der liebe Max. Oh ja, das kann man laut sagen. Stein brauche ich ohne Ende. Wunderschön, guckt euch die Kirche an. Das Rathaus meine ich natürlich. So, wir machen uns jetzt auf den Weg, die Moosecker Straße. Richtung Mooseck. Immer schön die Zauntore zu halten, meine lieben Freunde. Und hier steht jetzt noch Mooseck in 1 Kilometer. Das stimmt ja auch soweit. Nur irgendwie sind noch ein paar Ortschaften zwischengeraten. Und diese Ortschaften, die haben was ganz Bestimmtes auszusagen. Nicht nur, dass der Cedric auch außerhalb der Aufnahmen ein bisschen Arbeit haben möchte. Nein, nein. die sind deshalb da, weil ich die ganze Industrie in Nordwehen eigentlich nicht so möchte. So, da sind wir schon beim ersten Ort. Ort an der Weide, Blumenweide. Und hier ist ja das Weiße Ross, die Herberge. Und da habe ich hier schon mal die Straßenführung geändert und bin Wegweiser angefangen. Genau, Nordwehen gibt es hier 0,3 Kilometer, Wüst Kampen, der Kurort, da gehen wir dann auch irgendwann dahin. Ich habe den glaube ich noch gar nicht gezeigt. 4,1 Kilometer und Boltblitz 1,2. Dahinter, seht ihr, dort ist das Ausgangsschild, da geht es nach Heiligenmünden, das ist ein Hafengebiet. Das kann ich auch zeigen, hier. Heiligenmünden, das ist ein Hafengebiet. Und hier, dort wo ihr diesen kleinen grauen, braunen Bippus seht, das ist Grenze. Das bedeutet, das ist ein Grenzdorf, Hafen. Und hier habe ich vor, hier so eine Brücke rüber zu bauen auf die Insel. Diese Insel, ist das eine Insel? Jetzt weiß ich, dass es eine Insel ist, die habe ich schon mal erkundet. Aber da hatte ich die Minimap noch nicht. Bin ich ja mal mit dem Boot lang gefahren. Und da wollten wir, glaube ich, auch mal eine Burg drauf bauen. Ich war mir da gerade gar nicht sicher. Ich glaube, das war das, wo wir eine Burg drauf bauen wollten. Aber hier, da wollten wir auf jeden Fall eine Brücke, dass wir eine Landverknüpfung haben. Und da kommt hier so ein Zollding hin. Genau, das gibt's da lang.
Hier geht's weiter nach Bergstädten. Da habe ich das schon ausgeschildert. Das sind wirklich Fußmarsch. Wenn man die ganzen Dörfer mitberechnet, 8,2 Kilometer von hier. Ja, wenn man nach Nordwehen, Zentrum Nordwehen sind 0,3, kann man sagen, sind 8,5 Kilometer. Selbst nach Hohenstein sind es 2, nach Musik sind es knapp einer. Genau, und da kommen hier noch ein paar Häuser hin. Und hier habe ich vor, rote Beete anzupflanzen. Also das komplette Dorf wird wahrscheinlich eine alleinige rote Beete-Kultur werden. Mir kommt gleich noch eine andere Weggabelung. Und da tue ich auch nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Hier haben wir zum Beispiel eine Bahnstrecke. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann mal gezeigt hier. Oder ihr habt das in anderen Folgen gesehen, bei mir mit Enrico, die letzte Folge. Wo er erstmal etwas die Sachlage erklärt hat und erklärt hat, dass es erstmal zurzeit nicht so weitergeht bei ihm auf dem Kanal. Die Brücke hat er ja auch gebaut, finde ich super cool. Ist mal was anderes. So. Guck mal, die Birke, die steht ja ein bisschen komisch. Mal kurz absteigen, Esel. Ute. Ute muss mal rübergehen. Ja, was baust du denn gerade Schönes? Oh, ich baue hier die Zwergenhallen. Ihr müsst wissen, Max ist ein Zwerg. Das muss man dazu sagen. Oh, Esel! Bitte nicht sterben! Ich habe den Esel mit meiner Axt gehauen. Und die Axt hat ja Feuer. Oh also, Mann. Das ist meine Streitaxt, die ist wirklich sehr stark. Ich steig mal mit das anderen auf. Wie viele Hufeisen habe ich dir abgezogen? 3. Ja, immerhin. Das ist eine andere Weggabelung. So, ich reißel mich immer mal ein paar Bäume hier ab auf dem Weg, die mir nicht gefallen. Das ist ja mein Landkreis. Hehe. Genau, hier geht es ja zu den Orten, die wir schon besagt hatten. Und hier geht es in den Orten, wo wir gleich hinkommen. Niederbach an der Nieder, wo der liebe Fassgard baut, Bergstetten, jetzt wo Max baut. Hohenstein, da wohnt der Enrico, genau, da baut der Enrico und Musik die Annie. Und das sind noch ein paar Ortschaften, wie zum Beispiel Birkwinkel oder Fichtenstein. Fichtenstein heißt der Ort nicht, er heißt Tannenstein. Das habe ich verpeilt. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Tannenstein heißt dieser Ort. In Tannenstein wird unter anderem, ist da ein großes Bergwerk mit Fallschacht. In Birkwinkel hingegen ist eine große Kornkammer von unserem Land, unserem Landkreis, ist die große Kornkammer und da werde ich wahrscheinlich auch so eine Zwischenstation machen mit so Pferden und sowas. Ich weiß nicht, ob ich das in jedem Ort hinbekomme, aber es kann durchaus möglich sein. Dann kommt noch ein Naturschutzgebiet, Südkummlinger Forst. Und das, upsala, keinen Wegpunkt setzen, hier. In der Südkummlinger Forst, also hier ist erstmal Birkwinkel, von hier aus gesehen, hier habe ich schon ein bisschen Weg angefertigt. Soll dann hier so am Fluss lang gehen, der Weg, und soll dann hier nach Birkwinkel führen. Und hier oben ist Tannenstein. Und hier hinten ist das Südkummlinger Naturschutzgebiet. Und das geht bis zur Biomgrenze. Also der Fluss gehört noch dazu und bis zur Biomgrenze hier geht das noch. Und die Biomgrenze hier ist auch selbstständig, hier ist die Biomgrenze, hier geht die Biomgrenze weiter, geht wahrscheinlich irgendwie hier lang. Dann hier so südlich vom Birkwinkel. Oh, wir müssen uns glaube ich ins Bett kurz legen, jo. Wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ja, mach mal. Sonst spawnen die ganze Zeit irgendwelche Monster. Hier den Fluss entlang und dann hier, wo wir hier sind. Und dann geht es hier rüber und hier hoch und dann hier so nach Birkwinkel. Nach Birkwinkel, Heiligenmünden. So, legen wir uns mal schnell schlafen. Da, bitteschön. Wir wollen ja hier keine Monster verursachen in den Städten. Oder den Ortschaften. Und... wir haben nicht das kleine Problem, dass die Monster unsere Villager gerne mal wegsnacken. Oh ja. Und das wollen wir nicht. So, hier ist noch nicht so wirklich die Freiheit zum Reiten. So, genau. Hier ist eine Bahnstrecke. Die führt von
hier an Boltbitz über Nordweden nach Musek. Bis jetzt. So, hier habe ich ein bisschen Weg angefangen. Zack, zack, dann geht das hier eben vorbei. Hier so lang dorthinter. Hier ist ein Besucherbergwerk zum Eisernen Bock. Ja, da steht auch noch nichts wirklich drin. Da habe ich, glaube ich, nur ein paar Betten aufgestellt. Und das wirklich ausbauen mache ich dann. Achso, hier steht jetzt auch noch ein Schild, ganz wichtig zu lesen. Auf Wiedersehen, Kumlinger Kreis. Hier verlassen wir den, zumindest wenn wir durch diesen Bogengang hier gehen, verlassen wir den Landkreis. Ich will dann irgendwann noch so mitten in der Pampa dann noch so, Schilder möchte ich da nicht hinstellen. Hier ist übrigens die Bahnstrecke, die nach Musek führt. Und ich habe sie bis hier hingebaut und die Anni ist auch schon fast dran. Hat schon ein bisschen angefangen. Ich habe der Anni gesagt, sie soll auf Sumpfhöhe bleiben. Und sie ist hier auch schon etwas weiter gekommen. Das schaut schon cool aus hier. Mit Backstein will sie das gerne machen. Ja. Muss eben nur dann auf einer Höhe bleiben, weil man da auch mit dem Boot unten drunter durch muss. Oh, hier hat sie schon hier ihre Baustelle hin gepflanzt. Aha, aha. Seht ihr mal. Ja, lebt man noch was. Und hier soll, glaube ich, der Moosecker Bahnhof hin. Ich kann ja gar nichts spoilern, aber ich tue ja auch mal durchlaufen. Ach, die Anni hat sich da schon richtig Gedanken gemacht, wie sie das ja macht. Cool. Ah, hier kommt wieder raus. Mit einer Birkenallee. Finde ich ja cool. Ja, da kommt der hier rein. Mal kurz die Fackeln, die Hand. Kommt hier runter. Oh, oh, oh. Dort unten komme ich nicht hin. Da ist ein Bett, da ist ein Truhen. Komme ich da irgendwo anders hin? Ja, und hier komme ich hin. Ah, auch nicht ganz. Vielleicht so, gerade so? Nee, nee, nee. Komme ich nicht hin. Schade. Auf jeden Fall geht das dann hier, ne? So. Oder, ach nee, dort unten kommt der Bahnhof hin. Okay. Sind wir jetzt mal anders nach Moosek gekommen? Ja, müssen wir hier lang nehmen? Hier müssen wir nicht lang. Guck mal, ich verlaufe mich schon in Moosek. Hier, so. Ah, hier ist das Stadttor. Schön. Ist der Briefkasten. Ist aber auch nichts drin. Das ist Moosek. Müssen wir mal hier ein schönes Foto machen. Mal sehen, wo ich hier ein schönes Foto machen kann. Guten Tag. Hier so vielleicht. So. Bep. Guten Tag. Was handelt der? Schweinefleisch, sind Sie das denn? Wahnsinns. Könnt ihr nicht mit Schweinefleisch handeln. Aber Musik herrschen wahrscheinlich andere Sitten. Ist ja auch ein anderer Landkreis, ne? So. Der Max ist ein Freund der nicht so vielen Worte. Ja, ich bin meistens hier so richtig vertieft beim Bauen. Vertieft am Bauen, ja. Das sind ja meine Freunde, die regen sich schon immer auf, wenn ich immer anfange mit labern. Das sagen die, aber bring's bitte auf den Punkt. Ich tue mich da auch ein bisschen verzetteln dann immer. Mit der Zeit. Das wird dann immer so langwierig. So, wir laufen jetzt oder reiten die Strecke von Moosek nach Hohenstein. Ich weiß nicht, wie weit dein Rico mit Wegbau ist, aber ich glaube, er war fertig. Hat er mir mal geschrieben, uns geschrieben. Wow. Hier geht's nach Hohenstein und hier zum Mühlencafé. Aber das sehen wir wahrscheinlich jetzt hier auch, wenn wir uns jetzt hier unten, wenn wir unten sind. Walzee Mühlente, genau, da ist das.
baust die von den Rikro. Und was ist denn da? Ein paar Dorfbewohner sind da, die wollen gerade hier. Oh, da hat wahrscheinlich hier gerade das Mühlrad Probleme, weil die dort versuchen wieder in Gang zu bekommen. Technische Schwierigkeiten. Technische Schwierigkeiten? Ja, das Mühlrad ist verklemmt, die wollen das gerade wieder in Gang bekommen. Sieht zumindest so aus. Sieht lustig aus. Das wird uns Zwergen nicht passieren, wir sind ja Meister der Technik. Wir würden was bauen, was nicht so leicht einklemmt. Vor allen Dingen brauchen die Zwerge ja keinen Redstone, ne? Die tun da einfach drauf spucken, das funktioniert. Magische Zwergenspucke, einmal drauf und fertig. Genau. Weit ist es auf jeden Fall noch, dort hinten ist es. 3 Kilometer sind es noch. Bei den Freunden. Ja. Zu Bergstädten oder Hohenstein? Zu Bergstädten. Oh. Das heißt, du bist ja gleich da. Ja. Wollen wir mal nicht von gleich reden. Anderer Landkreis, andere Sitten. Hier darf ich keine Kühe töten. Wenn mich da der Enrico erwischt, dann gibt's Halle. Bin mal gespannt, wenn Rico und Anni dann hier ins Test kommen, irgendwie wann heute und wir sind gerade in der Aufnahme. Ist ja nicht schlimm. Wie geht's? Wir sind in der Aufnahme. Oh. Nicht, dass Enrico wieder seinen Lebensalltag erzählt und ich komme nicht zum Sagen, dass ich gerade aufnehme und Enrico dann wieder, oh, es tut mir jetzt aber leid. Ist zwar noch nicht passiert, aber sowas ist schon lustig. Meines Erachtens nach, ne? Natürlich überhaupt nicht lustig. Wie heißt das? Sankt Bettalt-Tunnel. Der Sankt Bettalt-Tunnel. Aha. Oder betankt. Hey. Da ist ein Huhn. Nehme meine Axt. Das war nicht die Axt. Auf der 2 ist die Axt, nicht auf der 3. Das ist mal. Ich weiß schon, was ich dir schenken werde. Ein Geschenk. Ja. Geschenke. Gratis. Hühner darf ich töten, das ist eine Plage. Serlo, alle Eier, die ich auf dem Weg finde. Die lege ich dir in deinen Postkasten, nicht dass du auf einmal denkst, hä? Was sollen die Eier im Postkasten? Das ich glaube, ich habe noch gar keinen Postkasten. Siehst du mal, hast du Zeit, bis ich komme? Da war ein Huhn, ich habe es ganz genau gesehen. Guck mal, es kommt sogar zu mir. Hey. Bereit zum Sterben, es opfert sich. Das ist noch Paul, ne? Wir auch. Ausbildung. Ja, ich mach. So. Da ist ein Ei. Hier ist noch eins und hier ist noch ein Huhn, da ist noch ein Ei. Und hier sind ganz viele Kühe, aber die Kühe lasse ich in Frieden. Hui, Wasserspiele. Wir reiten gegen Sonne. Und wir müssten bald in Hohenstein ankommen. Da geht's lang. Hohenstein. Da liegt der Steinhuhn. Hoch begraben, Mann. Mein Zungenbrecher. Und da taucht er schon auf, aus der Ferne. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nichts. Die Stadt des guten Enricos. Die Folge kommt am Samstag raus. So, da es jetzt nämlich ja Nacht wird. Oh, ich hoffe, ich spoilere wirklich nichts. Ihr habt nichts gesehen. Ich kann auch nachts schlafen.
Da muss ich mal ein bisschen mit dem Kopf nach unten, weil ich. Oh, ich darf mich hier nicht so umgucken. Ich glaube, ich laufe hier einfach nur vorbei. Und da liegt auch noch schon. So. Ah. Ich muss auch mal was trinken. Erstmal in der Aufnahme einen Schluck mit der lauten Selbstflasche gönnen. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. bis nachher, meine Freunde. Ciao, ciao.